Matera, eine Stadt in der süditalienischen Region Basilicata. Berühmt ist sie für ihre Höhlensiedlungen, die sogenannten Sassi. Sie zählen zu den ältesten Behausungen der Welt. Im Herzen der Sassi befindet sich das Restaurant Regia Corte. Hier können die Gäste ihre Gerichte in einer ursprünglichen Höhlenumgebung genießen. Vermutlich wurde die Grotte zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert aus dem Tuffstein gehauen und einst als Kirche genutzt. Die Familie von Chefköchin Anna Calia lebt seit 8 Generationen in Matera. Vor 4 Jahren haben sie das Restaurant eröffnet. Ich empfehle meinen Gästen immer die typische mediterrane Küche mit unseren exzellenten Zutaten aus der Umgebung. Ein klassisches italienisches Menü besteht aus mehreren Gängen. Den Anfang machen Antipasti. Der erste Gang heißt Primo Piatto, der zweite Secondo. Mir gefällt der erste Gang am besten. Wenn ein Koch nicht weiß, wie man einen Primo kocht, dann weiß er auch nicht, wie man die anderen Gänge zubereitet. Ein typischer erster Gang aus Süditalien ist heute das Rezept bei Euromax à la carte. Anna Calia kauft Zutaten für Orecchiette mit Cime di Rapa, handgemachte Öhrchenpasta mit Rübstiel, ein brokkoliartiges Gemüse. Die Farbe und die Beschaffenheit sind entscheidend. Sind die Blätter saftig grün und die Stängel zart, weiß man, dass das Gemüse frisch ist. Neben Rübstiel ist auch Brot ein wichtiger Bestandteil des Rezepts. Das Holzofenbrot aus Hartweizenmehl mit der braunen Kruste hat in Matera Tradition. Zurück in der Küche. Die Orecchiette werden bei Anna Calia von Hand gemacht. Dazu verarbeitet sie Hartweizenmehl, Wasser und Salz zu einem Teig. Unsere Großmütter machten jeden Tag zu Hause selber Pasta für die ganze Großfamilie, für mehr als 10 Kinder. Heute ist es etwas Besonderes. Früher, da war das Hausgemachte selbstverständlich. Jeden Morgen hat man Pasta gemacht. Was einfach aussieht, braucht etwas Fingerfertigkeit. Man drückt die Masse mit dem Zeigefinger, hält den Teig so und zieht ihn über den Daumen. Und fertig. Während die Pasta etwa eine halbe Stunde ruht, wird der Rübstiel geputzt und in Stücke geschnitten. Es ist wichtig, genau darauf zu achten, welche Blätter man nimmt. Man sollte nur die zarten inneren verwenden, denn die äußeren sind häufig bitter und dann schmeckt es nicht. Beim Kochen verschwindet dann auch der restliche bittere Geschmack. Wenn das Wasser kocht, kommt das Gemüse hinein. Nach etwa 3 Minuten kommen die Orecchiette hinzu. Dann Knoblauch und Chili in einer Pfanne anbraten. Wenn der Knoblauch gelb ist, die Brotkrümel dazugeben. Brot war für unsere Vorfahren eine wichtige Zutat. Die armen Leute benutzten es zum Würzen. Käse war zu teuer. Deshalb nahmen sie stattdessen geröstetes Brot. Die Brotstücke werden in Öl geschwenkt, bis sie goldgelb und knusprig sind. Und anschließend zu den Orecchiette mit Rübstiel dazugegeben. Fertig ist ein einfaches, traditionelles Gericht aus Süditalien. Orecchiette mit Cime di Rapa werden als Primo vor dem Hauptgang serviert und schmecken am besten mit einem Aglianico del Vulture, einem Rotwein aus der Region.